mich geht das schon was an. Man, Kara ist meine Freundin und ich will, dass es dir gut geht. Und wenn du dafür sorgst, dass es dir nicht gut geht, weil du dich verhältst wie im Kindergarten und so eine große Sache daraus machen musst. Eine große Sache daraus machen musst? Dass sie mit dir zusammengekommen ist, hinter meinem Rücken und mir davon nichts erzählt hat, ist keine große Sache? Okay. Just come and get it. Guten Morgen. Guten Morgen. Warum bist du schon wach? Ich konnte nicht schlafen. Ich habe die ganze Zeit Sachen in meinem Kopf gehabt. Ist es wegen Lynn? Ja, klar ist es wegen Lynn. Ich wollte ihr sagen, dass wir zusammen sind und wollte nicht, dass sie das durch wen anderes erfährt. Und das Schlimmste, was passieren konnte, ist passiert. Und zwar, dass sie mit mir die Freundschaft gekündigt hat. Mann, Kara, ich wollte es doch auch nicht. Guck mal, das tut mir leid. Aber soll ich vielleicht noch mal mit dir reden? Nein, du kannst... Nein. Nein, das macht keinen Sinn. Du machst damit alles einfach nur noch schlimmer, weil du dich einmischt. Und das geht gar nicht. Aber jetzt mal ernsthaft, was soll denn noch schlimmer werden? Soll sie noch mal die Freundschaft kündigen? Man, ihre ganze Reaktion ist voll drüber. Und vielleicht kann ich ja ihr noch mal ins Gewissen reden. Nein. Das Einzige, was wir machen können, oder was ich machen kann, ist chillen und abwarten und hoffen, dass sie sich beruhigt. Sie ist gerade in ihrem eigenen Film. Und es geht ihr darum, dass sie sich alleine fühlt, hintergangen fühlt und verlassen und... Es ist deine Freundin, du weißt es besser. Aber ich hab dich ja gestern auch schon mal drauf angehauen. Meinst du nicht, dass es vielleicht doch was mit mir zu tun hat, weil, ja, ich auch mal was mit ihr hatte? Und Nein, mach dich mal nicht so wichtig. Ich wollte nur fragen, keine Ahnung. Nein. Hier, nein. Quatsch. Komm, wie wär's denn, wenn wir jetzt einfach in Ruhe frühstücken und danach sieht der Tag schon ganz anders aus? Ich muss mein Handy noch holen. Dann halt erst frühstücken und dann das Handy holen. Okay. Machen wir so. Ist doch jetzt eh alles im Arsch. An sich könnte ich Danny jetzt auch einfach die Wahrheit sagen mit Lynns Schwangerschaft. Aber so eine Freundin bin ich einfach nicht. Gut, okay. Alter. Soll ich für dich auch noch was auf die Einkaufsliste schreiben? Wieso so cool, ja. Wie so eine Bescheuerte da gegen die Tür kloppen, Alter? Ey, einmal komm rein. Danke. Fuck, Mann. Ich wusste, dass Chiara Danny alles erzählt. Lynn? Mhm. Passt, oder? Mhm. Ja. Gut, dann bin ich hinten. Ich muss mit dir reden. Hm? Ja. Ich wüsste nicht, worüber. Mann, jetzt tu nicht so, du weißt genau, worüber ich mit dir reden will. Nein, ich habe keine Ahnung, Danny. Mann, um die Sache mit Chiara, um euren Streit. Sie ist super traurig. Und warum? Weil du dich einfach egoistisch verhältst. Mann, was soll das denn? Lass sie doch eine Beziehung mit mir führen. Ich will sie dir nicht wegnehmen oder so. Kann man nicht Freundschaft und Beziehung irgendwie verknüpfen? Es geht dich einen Scheiß an, wie ich handle oder was meine Entscheidungen sind. Mann, was willst du denn gerade von mir? Mich geht das schon was an. Mann, Kara ist meine Freundin und ich will, dass es dir gut geht. Und wenn du dafür sorgst, dass es dir nicht gut geht, weil du dich verhältst wie im Kindergarten und so eine große Sache daraus machen musst. Eine große Sache daraus machen musst? Dass sie mit dir zusammengekommen ist, hinter meinem Rücken und mir davon nichts erzählt hat, ist keine große Sache? Okay. Mann. Lynn, jetzt sei doch nicht so. Guck mal, ihr tut euch doch beide gut. Was bringt das denn jetzt? Und ja, ich verstehe das. Das war kacke. Sie hätte dich nicht hintergehen sollen. Aber weißt du, warum sie das gemacht hat? Um dich zu schützen. Weil du sonst verletzt gewesen wärst. Weil du dich sonst einsam gefühlt hättest. Weil sonst was gewesen wäre. Und dann verstehe ich nicht, wie man als Freundin alles dagegen tun kann, dass die Freundin glücklich ist. Ich meine, gönne das doch. Du weißt doch gar nicht, wovon du da gerade redest. Also, kannst du einfach wieder gehen. Ey, das ist gerade nicht dein Ernst, oder? Doch. Ich verstehe echt nicht, warum Chiara dir nachtrauert.
Tag noch. Hey, krass. Ich hätte echt voll damit gerechnet, dass Chiara Danny alles erzählt hat. Und vielleicht war ich wirklich ein bisschen unfair zu ihr. Nachdem Danny mir diese Ansage gemacht hat, fühle ich mich jetzt richtig kacke. Und ich glaube, ich habe wirklich einiges gut zu machen. Ich kann einfach nur hoffen, dass Chiara mir verzeiht und mich nicht komplett ignoriert. Schön, dass du da bist. Also, falls ich hier bin, damit du mich wieder fertig machen kannst, hau ich direkt wieder ab, weil ich hab da keinen Bock drauf. Nein, ich will dich nicht fertig machen. Ich will nur mit dir reden. Hm. Okay. Das hat arsch wehgetan gestern. Und hätte nicht sein müssen. Ich weiß. Und ich war in dem Moment auch einfach nur richtig sauer, dass du das halt einfach hinter meinem Rücken alles gemacht hast und dass du nicht direkt selbst zu mir gekommen ist und mir davon erzählt hast. Aber Danny war eben hier und hat mir ganz schön den Kopf gewaschen und mir Warum eine war Danny hier? Ganz ich habe ihm Antwort eigentlich gemacht. Gesagt, dass er nicht kommen soll. Was hat er gesagt? Ja, am Anfang war ich ganz schön sauer, weil er mir halt so die klare Wahrheit aufgezeigt hat. Aber ich habe mich halt wirklich verhalten wie eine Egoistin. Da hat er recht. Und er hat auch in dem Punkt recht, Mann, dass wir Freundinnen sind und dass ich dich einfach nicht behandelt habe, als wärst du eine Freundin. Ich gönne dir auch, dass du glücklich bist. Ich will auch, dass du glücklich bist. Und ich hatte einfach nur Angst, dass dann die ganze Baby-Sache rauskommt und... Warte mal, also ja, bist du cool damit, dass Danny und ich jetzt zusammen sind? Ja, ich will, dass du glücklich bist. Und wenn das mit Danny ist, dann ist das halt mit Danny. Und außerdem hast du auch im Streit nichts gesagt und dicht gehalten. Und deswegen... Was habe ich mit deinem Vertrauen verdient? Ja, du hast mein Vertrauen gewonnen. Ich freue mich. Ich finde es cool, dass du dich entschuldigt hast. Und mir tut's auch leid. Mann, ich kam mir doch auch total bescheuert vor zwischen dir und Danny. Und dann diese ganze Scheiße. Und ich wollte dir das den einen Tag wirklich sagen, aber du warst so traurig und ich konnte nicht. Und das, nicht so schlimm. Ich wollte wirklich eigentlich. Schwamm drüber? Voll. Willst du noch hierbleiben? Ich bleib noch hier mit okay. dir. Okay. Dann willst du was trinken? Ja. Ja? Dann. Ich will einen Eistee nehmen. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir... Ich bin echt froh, dass wir uns jetzt wieder vertragen haben. Und außerdem möchte ich Danny und Chiara jetzt auch nicht mehr im Weg stehen. Ich meine, sie hat mir jetzt bewiesen, dass sie mich von Danny nicht auffliegen lässt. So, und jetzt erzählst du mir erstmal, wieso der Sex mit Danny ist. Nein, ich glaube, das solltest du selber ganz gut wissen. Okay, ich verstehe aber nicht, wie du das jetzt wissen willst, aber letztens noch voll anti warst und jetzt willst du echt wissen, wie der Sex mit ihm ist? Ja, guck mal, ich habe ja nur einmal mit ihm geschlafen und ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ob das jetzt... Lynn, oha, Mann. Mann, ich war sturzbesoffen. Also, ne, kann man jetzt auch nicht. Aber ich darf doch einfach mal fragen, oder? Du bist meine Freundin und ich will, dass du glücklich bist und deswegen will ich auch, dass der Rest von deinem... Dass mein glücklich Körper glücklich ja, okay. ist. Der gefällt mir einfach. Der weiß einfach, was er macht, weißt du? Danny oder... Beides? Ja, dann bin ich ganz froh. Ich bin zu Hause! Überraschung! Kretzu! Was? Genau! Hattest du nicht noch Streit gestern? Ja. Einfach hingelassen. Ich habe mich wieder mit Chiara vertragen. Wir haben alles aus der Welt geschafft. Wir sind wieder zusammen. Nee, ich wollte dich fragen, willst du mit mir Plätzchen backen? Jetzt bist du ja auch da, können wir zu dritt ja machen. Wo ist die Klasse, die Antwort kommt? Ich bin vorbereitet und zwar... Warum bist du denn so hektisch? Weil ich keine Zeit habe, weil ich aufgeregt bin. Klickt euch das an. Wow. Ein Eichhörnchen. Was? Ein Eichhörnchen. Ein Alien. Ein Alien. Und ein Penis. Boah, da bin ich dabei. Komm, lass uns Plätzchen backen. Ja, super. Let's go. Gib mal mir den Penis. Warum? Was willst du denn jetzt damit machen? Du hattest genug Penis. Also... Das ist schon Dannys Größe. Nein! Nein! Was hat der Danny damit zu tun? Frag das Chiara. Okay, mit welchem fangen wir an? Ja, wir müssen alles erstmal auspacken und vorbereiten. Wir müssen Teig machen. Ja.
Ich wollte noch mal sagen, dass ich echt schön finde, dass wir uns wieder vertragen haben. Ich auch, Mann. Ich auch. Ich bin so glücklich darüber und das macht mir mein Leben einfach viel, viel schöner, wenn du da bist. Und weißt du was, ich muss das noch mal betonen. Nur weil ich mit Danny zusammen bin, heißt das nicht, dass du irgendwie hinten angestellt wirst oder so, im Gegenteil. Du bist immer noch genauso wichtig wie vorher und ich werde für immer für dich da sein. Ehrlich. Ich auch für dich. Ja, aber ich muss mich noch mit Danny treffen und muss ihm erzählen, dass wir uns vertragen haben. Mann, ich muss das noch teilen! Ja, okay, dann teil das mit ihm. Ja, aber aufräumen helfen, bitte. Ja, ich helfe euch. Ja. Du solltest vorher noch mal dich sauber machen. Weil du siehst ganz schön scheiße auch aus im Gesicht. Ah, fuck, Alter. Ich hoffe, ich krieg das alles rausgerubbelt. Ja, bestimmt. Ich wasche meine Haare bei euch, okay? Ja, du kannst unten duschen gehen. Okay, alles gut. Fertig. Alles klar. Okay. Vielen Dank. Leute, danke für diese. Nichts zu danken. Es war echt schön. Alles Es war echt schön. Bis gleich. Cool, dass ihr euch wieder vertragen habt. Ach, oh. Jeder Mensch braucht eine Freundin oder einen Freund oder Freundschaften. Ja. Das ist wichtig, sowas. Ja, gut, jetzt im Nachhinein komme ich mir schon irgendwie ein bisschen dumm vor, dass ich Chiara nicht schon viel früher vertraut habe. Ich meine, da hätten wir uns echt eine Menge Ärger sparen können. Chiara, was gibt's denn da drin? Ich habe dir doch geschrieben, dass ich Joe noch in der Werkstatt helfen musste mit dem Bike, weil Misha krank ist. Das interessiert mich nicht. Du und ich, wir müssen noch einiges klären. Ich sag dir ehrlich, sei froh, dass Pete nicht da ist, weil der dir sonst eine richtige Ansage machen würde. Mann, weil ich mit Lynn gesprochen habe. Oh! Chiara, es tut mir leid, ich wollte nicht, dass es irgendwie jetzt scheiße läuft. Wie kannst du nicht einfach... Mach doch einfach das, was ich sage. Ja, aber ich habe doch gesehen, wie fertig dich das Ganze macht. Und ich wollte nicht, dass du so down bist. Was? Ich verarsch dich. Ich weiß nicht, was du gemacht hast mit Lynn, was für Knöpfe du gedrückt hast. Aber sie hat mir einfach das Okay für unsere Beziehung gegeben und wir haben uns vertragen. Wir haben uns versöhnt. Überleg mal, wie krass das ist. Aber du hast mich trotzdem hintergangen. Ja, aber auch nur, weil ich das gut mit dir meinte. Zum Wohl? Zum Wohl unserer Beziehung. Geht gar nicht. Diesmal lasse ich dich durchgehen. Diesmal! Ich bin gerade so froh darüber, dass ich Danny habe. Dank ihm habe ich sogar meine Freundin Lynn wieder. Und das Schönste an der ganzen Sache, wir müssen uns nicht mehr vor ihr verstecken. Hetze, was ist denn das? Ein künstlicher Weihnachtsbaum. Wärst, wenn wir einen Baum selber schlagen? Wo willst du denn den Baum spazieren? Mein Digga. Ja! Nach der Arbeit gehen wir einen Baum fällen. Hol mal den Karton von hinten. Reingehen, Sachen abgeben, Geld einsammeln, fertig aus. Ich habe sogar eine Idee, wie ich mehr Kohle rausholen kann. Kann ja mal Boris sehen, was ich so drauf habe. Du bist doch ein Problem. Seit deiner Affäre mit Basti habe ich einfach Angst davor, dass ich nicht gut genug für dich bin. Die Sache mit Basti hat ihm anscheinend doch einen größeren Knacks versetzt, als ich eigentlich gedacht hatte. Aber vielleicht habe ich schon eine Idee, wie ich ihn wieder milder stimmen kann. Warte.